Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer weiteren Map-Vorstellung. Ja, heute geht es mal um eine englische Karte und zwar die Belem Road Milchwirtschaft. Die Karte hier ist im Mod Hub erschienen und wir gucken uns mal ein paar kurze Fakten an. Die Karte ist für PC und Konsolen geeignet. Wir haben hier eine Größe von knapp über 500 MB, ist eine Version 1.1.1. Es gab also scheinbar schon ein paar Updates. Ich kenne sie noch nicht. Ja, was haben wir hier? Willkommen bei Belem Road Dairy Farming in Nordwesten England. So, wir haben Geo- und Erntekalender mit Standort in Blackpool, England. Zwei landwirtschaftliche Betriebe mit 5 Viehställen und 5 Rinderweiden. So, was haben wir noch? Du beginnst das Spiel mit 120 Milchkühen und 100 Rindern. Hoflade und Molkerei auf dem Starthof. Kein Schlafträger, sodass du deine Fußmatte selber platzieren musst. 6 Verkaufspunkte, 25 Felder. 5 selbstgebaute Kuhställe, 5 individuell angelegte Kuhweiden. Benutzerdefinierte Bodenkarte. Verträge sind in der Karte eingebaut. Alle Kuhweiden können verkauft werden. Große bebaubare Fläche auf der zweiten Farm. Ja, Danksagungen und so weiter. Hier Änderungen noch in den Changelogs. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Ja, und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Und ja, wie immer am Anfang der kurze Hinweis, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Und falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, könnt ihr das hier gerne kostenlos tun. So, und ja, ich würde sagen, wir starten hier direkt auf einem Hof. So würde ich es mal bezeichnen. Hier stehen Fahrzeuge. Ich würde sagen, ihr lehnt euch wie immer mal kurz zurück. Und ich mache hier mal den Abflug. Ja, wir verschaffen uns einen kurzen Überblick. Und ja, so schaut das Ganze hier aus. Wir haben KI-Verkehr, der auch richtig fährt auf der richtigen Seite. So, dann schwenken wir einmal kurz rum. Also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was es hier zu entdecken gibt. Und entdecken werden wir auf jeden Fall eine ganze Menge Fahrzeuge. Denn ja, die sieht man hier unten auf jeden Fall schon rumstehen. Und ja, daher gehen wir auch gleich mal über zum Fahrzeugcheck und schauen, was wir bereitgestellt bekommen. Wir sind natürlich wie immer als neuer Farmer hier unterwegs. Und oh, das freut mich. Wir haben hier ein paar Steier auf jeden Fall. Lindner ist dabei. So, hier Teleskoplader plus Anbaugeräte natürlich. So, dann haben wir hier noch ein paar Fahrzeuge. So, Anhänger haben wir auch. So, Güllefass haben wir. So, Heckmähwerk. Und ja, dann haben wir hier noch so ein Futter, nicht Futter, sondern ein Einstreu für Strohballen. Ja, der Futtermischwagen ist hier. Und ja, dann hier Fass für Flüssigkeiten. Und hier dein Tiertransportanhänger. Und ja, wie gesagt, das restliche Zubehör. Also ist eine interessante Kombination. Also hier liegt der Blick wirklich auf die Tierhaltung. Gemietet wurde mal nichts. Dann gucken wir uns jetzt mal hier an. Okay, das können wir verkaufen. Das können wir nicht verkaufen hier, die anderen Gebäude. Die Halle können wir verkaufen. Nee, also wir können tatsächlich nicht alles verkaufen.
Nur, wie gesagt, ein paar Hallen scheinbar. Okay. Dann will der Mapper so, dass man den Hof so belässt, wie er in Wirklichkeit scheinbar vorkommt. Ja, dann gucken wir mal kurz durch. So, wir haben hier noch ein paar Zusatzsachen verbaut, die in der Karte hinterlegt sind. So, sonst der Rest Standard. Okay, und eins habe ich gerade vergessen. Man sieht es gerade, Platinum Expansion habe ich nicht deaktiviert. Aber das ist jetzt ja kein Problem. Also, das können wir dann erstmal ignorieren. Ja, das ist immer so eine Sache, wenn das alles voreingestellt ist. So, wie sieht es hier dekomäßig aus? Gut, jetzt bin ich gespannt. Bodentexturen. Okay, also da haben wir ein paar dabei. So, und hier bei den Bäumen. Ja, das sind nicht ganz so viele, wie man es sonst kennt, aber es sollte reichen, denke ich. So, und hier bei den Pflanzen. Ja, haben wir also wirklich nur das, was ihr hier gerade seht. Perfekt, dann haben wir das einmal gesehen. Und wisst ihr was? Ich weiche jetzt mal einfach hier vom Plan ab. Denn, ja, es wird mal wieder Zeit. Houston, Halleluja. Ernsthaft, muss ich jetzt das Tor einzeln aufmachen? Okay. Das Tor schiebt sogar das Auto beiseite. Nicht schlecht. So. Was wollen wir denn mal machen? So, Geisterfahrer spielen. Haben wir hier. Ha! Guckt euch das an. Wir haben hier Kollision verbaut. Also es ist mal nicht gar nicht so einfach hier. So. Jetzt aber. Zack. So, für alle, die jetzt wieder sagen, endlich war es mal wieder soweit. Genau, sonst machen wir das ja immer am Ende. Aber jetzt war mir mal ein Bedürfnis danach. So, wir gucken uns die Karte an. So sieht das Ganze aus. Gucken mal. Okay, als neuer Farmer haben wir auch die ganzen hier Bereiche, die uns gehören. Wie sieht es denn hier mit den Feldern aus, die man noch erwirtschaften und kaufen kann? Jo, die Preise sind auf jeden Fall wirklich human, hätte ich gesagt. Passt. So, Feldfrüchte. Standard. So, dann haben wir auf jeden Fall hier Zusatzprodukte. Bis Steine ist ja immer bekanntlich Standard. Und dann gibt es hier noch eine ganze Menge an Zusatzproduktionen und entsprechend Gütern. Ja, wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein paar Tiere in unseren Ställen bzw. Weiden. Das ist sehr nice. So, dann haben wir hier Feldmissionen. Oh, die sind aber spärlich von der Bezahlung her. Wobei, es waren auch nur kleine Felder, ne? Okay, dann relativiert sich das Ganze. Ja, dann haben wir hier schon mal ein paar Sachen. Gewächshäuser, Molkerei, BGA, was wir nutzen können hier als Produktion. Auch sehr schön. Und ja, jetzt gehe ich nochmal kurz alle Farmlands kaufen. Und dann können wir uns auch hier direkt loslegen. Ja, Gehöftfarm, da haben wir eine Verkaufsstelle.
Ist aber auch hier wirklich irgendwie witzig gemacht. Ziemlich enge, kleine Straßen. Falls man sich hier hinten mal hinfahren sollte. Ja, hat was. Ja gut, dann gehen wir weiter. Da ist noch ein Gewächshaus. So, ah ja. Das ist hier so ein bisschen versteckt. Hinter dem Hof. Ah, guck mal hier. Da hätten wir es ja wesentlich einfacher gehabt, das Fahrzeug zu versenken, wenn wir hier durchgekommen wären, wahrscheinlich. Aber gut, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Ja, den Hof, wie gesagt, haben wir bereits gesehen. Hier drüben ist noch ein Gewächshaus versteckt. Einmal hier auf der anderen Straßenseite gegenüberliegend. So, was haben wir da hinten? Ah ja, da ist die BGA. So, was mir hier gleich auffällt, wir haben hier Fahrzeuge rumstehen. Der Boden ist schön versifft. Also richtig der Used-Look. Ja, sehr schön, sehr nice. So, nur was fehlt? Richtig. Die Waage für die Statistiker. Dann, was haben wir hier noch? Noch mehr Gewächshaus, Misthaufen, okay. Unterstellmöglichkeiten. Hallen, alles klar. So, der große Rinderstall wird aber komischerweise hier auf der Karte nicht angezeigt. Dann hätte man nämlich gleich das gesehen, was hier los ist. So, hier steht noch ein bisschen Deko rum. So, was haben wir hier hinten? Noch eine kleine Insel mitten in so einem See. So, jetzt ist die Frage, ist das hier der Bereich, wo man sich selber noch was bauen kann? Ich sag mal so, würde sich ja rein theoretisch anbieten. Dann haben wir hier hinten noch eine Getreidemühle. Auch hier haben wir wieder Deko stehen, jedenfalls in Form von Fahrzeugen. Wie sieht es hier bodentechnisch aus? Okay, auf jeden Fall nicht einfärbig. So, Wärterhäuschen, auch irgendwie witzig gemacht. Fehlt nur noch so eine kleine Schranke oder irgendwas, dass du reingelassen wirst. Ja, dann gehen wir hier unten weiter, die Ölmühle. Uff, das nenne ich mal ein großes Gelände. Großes Gelände mit wenig drauf. Ja, da könnte man bestimmt noch irgendwas dazu bauen. So, hier der Tierhändler. Das finde ich irgendwie nice gelöst. So, eine Seite Tiere, eine Seite Verkauf. So. Den Fahrzeughändler auch gleich hier mit integriert. Wo spawnen dann die Fahrzeuge? Hier? Okay. Gut, viel Platz ist es nicht. Aber gut, dann müssen wir halt die mal beiseite fahren. So, hier fahren auch noch Autos rum. Dann haben wir hier den Supermarkt als Verkaufsstelle. Dann haben wir da noch eine Spinnerei.
Tankstelle, Restaurant, Golfclub. Okay, das sind dann noch weitere Verkaufsstellen. So, dann haben wir hier so eine Siedlung, wie die 10 Soldaten aufgereiht. So, Tankstelle. Ja, auch irgendwie witzig. Da kannst du nicht mal einfach hier so quer reinfahren. Nein. Da musst du hier schön ordentlich dahin. Und da oder hier durch. Also das wird sportlich. Mit großen Geräten könnte das ein bisschen tricky werden. So, Verkaufsstelle links, Verkaufsstelle rechts. Riesenparkplatz hier. Okay, also da fehlt doch definitiv noch ein bisschen Deko, würde ich behaupten. So, Sägewerk habe ich jetzt auch nicht irgendwie gesehen. Gut, wird man sich halt alles dann selber platzieren müssen, wenn man das irgendwie braucht. Hätte ich jetzt nichts gesehen. Nee, also, ich muss sagen, so von der Gestaltung her, eine schöne, ansprechende Karte. Hat auf jeden Fall Potenzial, noch mehr draus zu machen. Und ja, ich bin gespannt, wo die Reise hier hingeht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Karte schon mal angetestet habt, ausprobiert habt, was eure Erfahrungen so damit sind. Und ja, zu guter Letzt schauen wir uns nochmal kurz hier die Lok an. Schauen mal, was wir da so drinnen an Warnings und Fehler haben. So, Warning Data. Okay. So, wenn jemand weiß, was das hier sein soll, kann er das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das kommt nämlich auch bei der einen oder anderen Karte mal vor, dass die Warnings mit drin sind. So, der Rest schaut doch soweit fehlerfrei aus. Jawohl. Also bis auf die Warnings, der Rest keine wirklichen Fehler. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr ja, Däumchen nicht vergessen, Abo dalassen und Glocke aktivieren. Und vielleicht empfehlt ihr uns ja auch gerne mal weiter. In diesem Sinne, ich bin raus und sage ciao, ciao.